Gut, bevor es losgeht, möchte ich Sie natürlich auch ganz kurz gerne noch vorstellen. Ich fange mal mit einer ganz frechen Frage an. Herr Pawlowski, wer ist denn eigentlich schon länger im Geschäft, Sie oder die Guma? Weiß ich nicht, ob die schon im 18. Jahrhundert dabei war. Nein. Ich habe mich mit Maschinensicherheit etwa 35 Jahre lang beschäftigt. Jawohl, genau. Und ich war bis vor kurzem noch fälschlicherweise der Annahme, Sie seien Sachgebietsleiter Maschinensicherheit bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie. Das ja, das war ich 20 Jahre lang. Genau, das stimmt nur halb. Sie sind tatsächlich schon 2 Jahre in Pension, wenn ich das richtig weiß. Knapp 2 Jahre, bitte sehr. Knapp 2 Jahre, jawohl, man sieht es Ihnen auch nicht an. Was man Ihnen sicherlich sehr anmerkt, ist Ihre viele Erfahrung, die Sie in dieser Zeit gesammelt haben. Auf die sind wir jetzt sehr gespannt. Wir blicken ja auch ein bisschen in die Zukunft. Was bedeuten die, was bedeuten Veränderungen an Maschinen? Was muss ich da alles beachten? Da will ich aber gar nicht vorgreifen, denn da sind Sie der Experte. Ich möchte nur darauf hinweisen, unsere Gäste, es geht weiter auf Mentimeter, wo wir gerade das Quiz gemacht haben. Dort haben Sie jetzt die Möglichkeit, auch Ihre Fragen loszuwerden. Also wenn Sie während des Vortrags von Herrn Pawlowski eine Frage haben, schreiben Sie die dort bitte rein. Sie sehen alle Fragen, die gestellt werden, und Sie haben auch die Möglichkeit, die Fragen zu werten. Also wenn Ihnen eine Frage von jemand anderem besonders gut gefällt, dann drücken Sie da auf den Daumen. Und so sehen wir hier gleich, welche Fragen am höchsten bewertet sind. Und die werden wir im Anschluss des Vortrags von Herrn Pawlowski dann auch gemeinsam besprechen. Ansonsten gibt es aus meiner Sicht nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich sehr auf den Experten-Talk jetzt mit Christian Pawlowski. Bitte schön. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich fange mal langsam an, worum es eigentlich geht. Ich will Ihnen die Rechtsgrundlagen kurz schildern und dann ein Entscheidungsdiagramm, das von der Berufsgenossenschaft entwickelt wurde, vorstellen und dann, wenn wir noch Zeit haben, 3, 4 Fallbeispiele besprechen. Ein Fallbeispiel zieht sich wie so ein roter Faden so ein bisschen durch den Vortrag durch. Das ist ein Mischschwarzwerk. Na, jetzt macht er gerade keine neue Seite. Wie kommt denn das? Ah, jetzt. Das ist Beispiel 1, was so ein bisschen als roter Faden gilt. Stellen wir uns mal vor, Sie haben ein Walzwerk und rüsten hier einen Stockblender nach, vorher nicht da war. Und die Schutzeinrichtung entsprechen weitestgehend der europäischen Norm. Die sagt ja letztlich, dass man vor dem Walzwerk eine Schaltstange haben muss. Und wenn Sie jetzt diesen Fall mal näher betrachten, können sich ja 2 Fälle daraus ergeben. Einmal, die Nachrüstung des Stockblenders ist als wesentlich einzustufen oder nicht als wesentlich. Und wenn man das als wesentliche Veränderung einstuft, dann wären Sie tatsächlich zum Hersteller dieser Maschine. Das heißt, alle Verantwortung geht auf Sie über. Und Sie müssen diese Maschine auf den neuesten Stand der Technik nachrüsten. Und zwar auf die DIN 1417. Und das ist eigentlich ein Vorgang, den man vermeiden sollte. Deshalb ist es wichtig, bevor man Änderungen durchführt, eine Abschätzung durchzuführen, könnte das vielleicht wesentlich sein oder nicht. Denn dann haben Sie wirklich eine schlechte Karte, wenn man das als wesentlich einstuft. Wenn man aber die Veränderung nicht als wesentlich einstuft, bleiben Sie letztlich nur Betreiber, müssen Nachrüstungen machen nach der Betriebssicherheitsverordnung, die sagt ja, dass der Betreiber verpflichtet ist, regelmäßig zu überprüfen, ob die Gefährdungsbeurteilung noch gültig ist. Und muss dann im Rahmen der Verhältnismäßigkeit gegebenenfalls Nachrüstung durchführen, aber eben nicht auf den hundertprozentigen Stand wie ein Hersteller, der eine Maschine neu auf den Markt bringt. Also das ist wirklich kritisch, dieser Fall, dieser hier, der rote. Und deshalb sollte man versuchen, den zu vermeiden. Denn es ist ja denkbar, dass Sie jetzt Hersteller werden und der Ursprungshersteller hat einen verdeckten Mangel in die Maschine. Und wenn es dann zum Unfall käme, würden Sie nicht sagen können, ja, das ist ja der Hersteller gewesen. Nein, Sie sind der Hersteller geworden. Im nächsten Schritt werde ich immer ganz kurz andeuten, was Sie als Hersteller zu tun hätten.
Wie gesagt, die gesamte Maschine gilt als Neumaschine und sie muss den Anforderungen des aktuellen Standes der Technik genügen. Das ist die Norm 1417 aus dem Jahr 2015. Da gibt es extreme Anforderungen, die völlig neu sind, die bisher gar nicht so üblich waren bei Walzwerken. Und eins ist zum Beispiel, dass die Maschine automatisch durch die Steuerung einmal pro Monat, einmal pro Woche selbst testen muss, ob die Bremsfähigkeit noch da ist. Das heißt, die Maschine geht an einen Testmodus, automatisch lässt die Walzen laufen und bremst dann automatisch und misst den Bremswinkel. Das ist bei neuen Maschinen jetzt erforderlich. Und was auch ganz kritisch ist bei alten Maschinen zum Nachrüsten, sind ja dann auch das Auseinanderfahren der Walzen innerhalb von 5 Sekunden auf 50 mm. Das lässt sich eigentlich kaum nachrüsten bei alten Maschinen haben. Ja, als Hersteller müssen Sie dann ein Konformitätsbewertungsverfahren durchführen, eine Risikobeurteilung für die gesamte Maschine erstellen und eben, wie gesagt, die Maschine vollständig auf den Stand der Technik nachrüsten. Und was auch immer kritisch ist, was man eigentlich nur durch gezielte Seminare schaffen kann, Sie müssen die Ausfallwahrscheinlichkeit der Steuerung nachweisen. Also rein rechnerischen Wert muss man nachweisen, dass er eingehalten ist. Und da würden wir als BG Ihnen auch ein Seminar anbieten. Ja, hier nochmal zur Rechtsgrundlage, wo das steht. Das ist im Amtsblatt der Europäischen Union im Jahre 2016 nochmal festgelegt worden. Und die Nationalstaaten sind dann verpflichtet, das entsprechend national umzusetzen. Ich zeige Ihnen mal das Zitat aus dem Amtsblatt. Und da steht drin, was ich eben auch gesagt habe. Ein Produkt, an dem erhebliche Veränderungen vorgenommen oder Überarbeitungen vorgenommen wurden, um die ursprüngliche Leistung, Verwendung oder Bauart zu verändern, kann als neues Produkt angesehen werden. Die Person, die die Veränderungen vornimmt, wird zum Hersteller mit den entsprechenden Verpflichtungen. Also ganz knallhart, wenn die Veränderung als erheblich anzusehen ist, wir nennen das hier in Deutschland wesentlich, dann werden Sie Hersteller. Nur, was ist denn erheblich oder wesentlich? Da ist es eben jetzt schwierig, ohne zusätzliche Unterstützung zu sagen, ich unterstelle, dass eben diese Änderung ist als erheblich anzusehen oder nicht als erheblich. Und da haben wir als Berufsgenossenschaft im Jahre 2017 eine Infoschrift herausgebracht, auf die ich mich jetzt auch im Wesentlichen beziehe. Die gab es aber auch schon vorher. Vor dem Jahre 2017 hatten wir einen Vorläufer. Das ist jetzt die neueste Fassung aus dem Jahr 2017. Und da ist sehr ausführlich beschrieben auf etwa 30 Seiten, wie man da vorgehen kann. Und hier haben Sie auch die Adresse auf unserer Homepage, wo Sie sich das Informationspapier runterladen können. Ja, hier ist mal die Übersicht über die Vorgehensweise dargestellt. Und Sie starten natürlich mit einer vorhergesehenen oder beabsichtigten Veränderung. Ich werde dann auf die einzelnen Fragen noch mal etwas genauer eingehen. Hier erstmal die Übersicht. Und der Kernpunkt, den Sie erstmal immer erfüllen müssen, damit Sie zu einer wesentlichen Änderung kommen, ist, haben Sie ein Risiko dadurch erhöht oder ein neues Risiko geschaffen? Wenn das nicht der Fall ist, dann sind Sie gleich draußen. Dann haben Sie hier keine wesentliche Veränderung. Es muss also irgendwie mit einer Risikoveränderung im Sinne einer Erhöhung verbunden sein, diese Veränderung. Wenn Sie also ein Risiko erhöht haben, dann kommt die nächste Frage, sind die vorhandenen Schutzeinrichtungen weiterhin ausreichend und angemessen? Das heißt, wenn die Schutzeinrichtungen in der Lage sind, das neue Risiko auch mit abzudecken, dann sind Sie auch wieder draußen aus der wesentlichen Veränderung, sind Sie hier. Wenn aber das nicht möglich ist, dann müssen Sie natürlich zusätzliche Schutzeinrichtungen an der Maschine anbringen. Und da haben wir eine gewisse Einschränkung, was da möglich ist, vorgenommen. Sie können nicht alle Schutzeinrichtungen nehmen, sondern nur eine Auswahl. Das werde ich Ihnen nachher noch etwas genauer erläutern. Wenn Sie also das zusätzliche Risiko nicht durch eine Schutzeinrichtung in den Griff kriegen, dann sind Sie allerdings schon bei der wesentlichen Veränderung. Na, wo sind wir? Sind Sie also hier?
Das kann zum Beispiel sein, wenn Sie neue Produkte einsetzen in Ihrer Maschine und es würde zum Staubexplosionsschutz kommen können oder sowas. Dann brauchen Sie das nicht möglich, mit normalen Schutzeinrichtungen das in den Griff zu kriegen. Wenn Sie es aber mit Schutzeinrichtungen in den Griff kriegen, mit der eingeschränkten Auswahl, die ich eben angedeutet habe, dann gibt es eben dann die Idee, wenn dann der Aufwand, den Sie machen müssen, um die Schutzeinrichtungen zu betreiben, gering ist, das heißt, wo man auch wenig Fehler machen kann, dann sind Sie wieder draußen. Das heißt, Sie haben eine Schutzeinrichtung, die muss verriegelt sein mit einer Bewegung zum Beispiel. Wenn das einfach zu machen ist, dann sind Sie auch wieder draußen. Wenn das nicht einfach ist, dann können Sie ja überlegen, ob man das unabhängig von der vorhandenen Steuerung machen kann. Eigentlich eher auch sehr exotisch dieser Fall, aber ist denkbar. Dann wären Sie draußen. Wenn Sie aber eine größere Eingriffe in die vorhandene Steuerung machen und dann eine Bewegung stillsetzen müssen, wenn Sie es bei Frage 6, dann, wenn Sie da sagen, das geht, also sind für unabhängig von der vorhandenen Steuerung, dann sind Sie draußen. Wenn Sie aber dann sagen, nein, ich brauche Eingriffe in die vorhandene Steuerung, dann haben Sie dann eine wesentliche Veränderung, wenn das eben ein höheres Niveau in der Steuerung verlangt. Das neue Risiko. Das ist so eine grobe Übersicht. Ich werde jetzt noch einige Punkte ergänzen zu den 7 Fragestellungen, um Ihnen dann schon mal einen Einblick zu geben, wie man da vorgehen könnte. Und hier ist ganz wichtig am Anfang, gleich am Start, dass Sie nicht die Ursache-Wirkungsbeziehung umtauschen. Sie wissen, Sie wollen die Maschine meinetwegen schneller laufen lassen. Dadurch brauchen Sie eine Schutzeinrichtung, die höherwertig ist und die zum Beispiel eine verbesserte Bremsleistung benötigt. Und Sie wissen letztlich ja schon, dass die Bremsleistung nicht ausreicht. Also machen Sie als ersten Schritt, ich mache mal einfach die Bremse, erhöhe ich einfach in der Bremsleistung und mache dann meine Änderung, die ich eigentlich vorhabe. Und dann kommen Sie auf die Idee oder auf dieses Ergebnis, die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind ja ausreichend, weil Sie eben gerade die Bremse verbessert haben. So darf es also nicht sein. Sie müssen die Ursache-Wirkungsbeziehung dürfen Sie nicht umkehren, sondern müssen Sie im Prinzip in der richtigen Reihenfolge haben. Sie machen die Änderung, überlegen die Änderung, schneller laufen lassen. Dadurch ist eine Risikoerhöhung verbunden. Dann sagen Sie, ich mache das durch eine gute Bremse. Dann kommen Sie eben in die wesentliche Veränderung, weil Sie eben eine Bremse brauchen, eine Veränderung der Bremse. Aber wenn es andersrum wäre, wäre es ja nicht sehr wesentlich. Hier nochmal ist es formuliert. Die Erhöhung einer Antriebsleistung verursacht einen erhöhten Nachlauf einer gefahrbringenden Bewegung und würde eine wesentliche Änderung hervorrufen. Durch den Einbau einer zusätzlichen Bremse vor der Erhöhung der Antriebsleistung wird der Nachlauf auf einen gefahrlosen Wert verringert. Das richtige Ergebnis ist, das heißt, das faire Ergebnis zu bekommen, muss das Entscheidungsschema zuerst auf die Ursache Erhöhung der Bremse der Antriebsleistung angewendet werden, nicht die Bremse einfach nur erstmal vorweg ändern. Nur so kommt es zum richtigen Ergebnis. Und dieser Fall, den ich hier eben so gehört habe, der ist tatsächlich auch schon mal in der Praxis aufgetreten. Ja, was können Risikoerhöhungen sein? Das kann eine zusätzliche Gefahrstelle sein. Es kann aber auch sein, dass Sie durch ein Produktwechsel oder durch andere Vorgänge häufiger in Gefahrbereiche eingreifen müssen. Dadurch erhöht sich ja auch das Risiko. Oder wenn Sie andere Einsatzstoffe haben oder wenn Sie einen längeren Nachlauf haben oder wenn Sie durch Ihre Veränderungen das Einrichten erschweren oder dass es umständlicher wird, dadurch Manipulationsanreize gesetzt haben. Das müssen Sie alles im Rahmen des Entscheidungsdiagramms betrachten und als Risikoerhöhung ansehen. Ja, jetzt, wenn wir die vorhandene Schutzeinrichtung haben und überprüfen wollen, ob sie weiterhin ausreichend angemessen ist, dann muss sie eben nach wie vor die volle Schutzwirkung entfalten. Das heißt auch
ja, einen eventuell erhöhten Nachlauf sichern. Sie darf auch nicht so sein, dass sie Manipulationsanreize erzeugt, zum Beispiel, wenn Sie eine fest angebrachte Trendeschutzeinrichtung haben und die dann dreimal die Woche abschrauben müssen, dann ist es klar, dass sie nicht mehr geeignet ist, weil die neueren Normen sagen, Sie müssen eine Trendeschutzeinrichtung mit einem Positionsschalter überwachen, wenn Sie einmal pro Woche oder öfter eingreifen. Das kann ja sein, dass Sie im Rahmen der Veränderung häufiger eingreifen müssen. Sie dürfen aber, wenn das Risiko sich erhöht hat, die Steuerung, was die, die Überwachung einer beweglichen Trendeschutzeinrichtung verbessern, indem Sie eben einen zweiten Kanal in die Elektrik einbinden und sagen, ich mache das ganze System einfehlersicher. Das ist noch erlaubt, ohne dass Sie in die wesentliche Änderung kommen. Also hier ist relativ viel Spielraum mit den vorhandenen Schutzeinrichtungen möglich. Sie können ihn tatsächlich auch erhöhen, die Zuverlässigkeit der Steuerung, ohne in die Gefahr zu laufen, eine wesentliche Änderung zu haben. Jetzt kommen wir zum Ergebnis bis zum Frage 3, dass die vorhandene Schutzeinrichtung nicht ausreichend ist. Sie müssen also eine zusätzliche Schutzeinrichtung anbringen. Und da lassen wir zu, dass Sie praktisch eine BWS, also eine Lichtschranke, anbauen könnten oder eine verriegelte Schutzeinrichtung, also eine Schutztür, die aber darf nicht mit einer Zuhaltung versehen sein. Das wäre zu viel für uns. Also eine Schutztür, die beim Öffnen die Maschine abschaltet, das ist zulässig, aber Sie dürfen nicht eine Zuhaltung haben, das heißt, die Maschine überwacht den Stillstand und gibt dann erst die Tür frei. Wenn das nötig wäre, dann wäre das keine zulässige Schutzeinrichtung, Sie wären dann in der wesentlichen Veränderung. Und Sie dürfen Schaltmatten auch einsetzen, um jetzt das zusätzliche Risiko abzusichern. Was also nicht möglich wäre, wären ortsbindende Schutzeinrichtungen wie Zweianschaltung oder Tipptaster. Wenn Sie das brauchen, dann würden Sie eine unzulässige Schutzeinrichtung nötig haben und das würde dann zu einer wesentlichen Veränderung führen. Ja, nochmal weiterhin zur Frage 4. Diese neue Schutzeinrichtung, die zusätzliche, muss natürlich eine vollständige Schutzwirkung entfalten und darf keine Manipulationsanreize erzeugen. Jetzt kommen wir zur Frage 5. Die geringfügige Eingriffe beschreibt in die vorhandene Steuerung. Wenn das nur nötig ist, dann kommen Sie auch wieder aus der wesentlichen Veränderung heraus. Und dann kommt die Frage 6. Wenn Sie also eine neue Schutzeinrichtung brauchen und die zusätzliche sicherheitsrelevante Steuerung unabhängig von der vorhandenen Steuerung ist, und lediglich das Stillsetzen bewirkt, dann sind Sie auch draußen aus der wesentlichen Veränderung. Ich sage Ihnen gleich mal ein kleines Beispiel, wie das aussehen könnte. Das wären also so kleine Eingriffe, wo man sagen könnte, hier in diesem Beispiel, dass die Steuerung unabhängig von der vorhandenen ist. Man sieht hier die Schutztür, die vorhandene Schutztür. Hier ist eine zusätzliche Schutztür mit einem Positionsschalter versehen, in die Maschine angebaut worden. Hier ist noch ein kleines Hilfsschutz, was dann in einem vorhandenen Abschaltpfad hier ein Kontakt nur einzubinden ist. Das sind so kleine Eingriffe. Und das wäre also unabhängig von der vorhandenen Steuerung. Da werden Sie auch draußen aus der wesentlichen Veränderung noch. Kommt die letzte Frage, wenn Sie eben feststellen, dass die neue Schutzeinrichtung auch ein hohes Sicherheitsniveau haben muss, und zwar nach der EN 13849, diese sogenannten Performance Level D oder E erfüllen muss, die in der Regel durch zweikanalige Steuerungsstrukturen nur umzusetzen sind, dann sind Sie wieder in der wesentlichen Veränderung. Das war vielleicht jetzt insgesamt ein bisschen viel, deshalb habe ich Ihnen jetzt noch einige Fallbeispiele zusammengestellt, an denen das nochmal transparent wird,
wie man hier vorgehen kann. Hier nochmal ein kleiner Hinweis, wo Sie auch viele Sachen nachlesen können noch. Das ist das Merkblatt 10.008. Da ist genau beschrieben, wie man hier zu den sogenannten Performance-Leveln kommt. Und das sind eigentlich drei ganz einfache Parameter. Einmal die Schwere der Verletzung. S1 ist reversibel, S2 ist irreversibel. Dann kommt die Häufigkeit des Zugriffs in den Gefahrbereich. Hier sagt die Norm sogar einen konkreten Wert. Wenn Sie einmal pro Viertelstunde oder häufiger eingreifen in den Gefahrbereich, dann ist das als häufig anzusehen, also F2. Wenn das seltener ist, ist es F1. Dann kommt noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt ohne Schutzeinrichtung in den Gefahrbereich greifen würde und die Maschine zum Beispiel anlaufen würde, fehlerhaft, wie wahrscheinlich ist das, dass ich noch den Unfall vermeide? Und da ist die Norm auch relativ konkret, oder auch die Interpretation der Norm ist sehr konkret. Wenn es sich um Gefahrstellen mechanischer Art handelt, dann sagt man, man hat noch eine Chance, den Unfall zu vermeiden, wenn die Bewegung langsamer als 25 mm pro Sekunde ist. Dann kriege ich die Hand noch raus, wenn die Schutzeinrichtung nicht funktioniert oder die Maschine unerwartet anläuft. Und je nachdem, wie diese Parameter kombiniert sind, kommen Sie hier auf verschiedene Performance-Level. Und wir hatten ja eben gesagt, wenn Sie auf E und E oder E kommen, dann ist das dann erforderlich, dass diese Änderung als wesentlich anzusehen. Jetzt kommen wir mal zu einigen Fallbetrachtungen. Kommen wir nochmal wieder zurück zum Stockblender. Ist diese Nachrüstung des Stockblenders als wesentlich anzusehen? Gehen wir mal ins Entscheidungsdiagramm. Wir haben natürlich ein Risiko erhöht durch den eigentlichen Einbau, denn da oben ist ja eine Einzugsstelle entstanden am Stockblender. Also ja, geht durch die Veränderung ein neues Risiko, ja. Jetzt kommt die nächste kritische Frage, sind die vorhandenen Schutzeinrichtungen weiterhin ausreichend und angemessen? Da hatten wir ja die Schaltstange vor dem Walzwerk. Und es ist klar, nach Norm, dass das eine ausreichende Schutzmaßnahme ist. Die Stange sichert auch den Stockblender mit ab. Also wären wir draußen. Die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind weiterhin ausreichend und angemessen. Und ich darf natürlich die entsprechenden Signale von der Schaltstange auch an den Antrieb des Stockblenders, mit dem Antrieb des Stockblenders verknüpfen. Ist also gut, können Sie also problemlos nachrüsten, in der Regel die Stockblende an einem Walzwerk. So, hier aber ergibt sich noch ein, zwei Fragen, wenn man die Frage näher beleuchten will, ob die Einrichtungen weiterhin ausreichend und angemessen sind, dann heißt das eben, dass man sicherlich nochmal nachprüfen muss, ob die Sicherheitsabstände nach der Norm 1417 eingehalten sind. Und was Sie auch noch prüfen müssen, in Abhängigkeit vom Baujahr, ob die Steuerung ausreichend sicher ist. Wenn das vor dem Maschine vor dem Inkrafttreten der 13.849, also im Jahre 2009, erstmalig in Verkehr gebracht wurde, dann reicht es, wenn Sie die Steuerungsstrukturen der 13.849 berücksichtigen. Das heißt, bei hohem Risiko zweikanalig oder einkanalig. Aber der Performance Level, diese Nachricht, die sehr aufwendig ist, die brauchen Sie nicht mehr zu machen. Aber es bleibt dabei, dass Sie eben im Prinzip hier keine wesentliche Veränderung haben mit dem Stockblender. Beispiel 2. Bearbeitung eines neuen Produkts muss eine zusätzliche Anpressrolle angebaut werden. Neue Gefahrstelle kann durch vorhandene Schutzeinrichtung gesichert werden. Es müssen jedoch ein zusätzliches Ventil eingebaut und insgesamt eine zweikanalige Struktur realisiert werden. Nochmal schon mal im Diagramm nachdenken. Was vermuten Sie? Ist das wohl wesentlich oder nicht? Wir gucken mal ins Diagramm. Anpressrolle, neues Risiko. Und die vorhandene Schutzeinrichtung reicht aus. Und auch wenn Sie die jetzt zweikanalig ausführen müssen, bleibt es dabei, dass es keine wesentliche Veränderung ist. Beispiel 3.
Durch den Einbau einer zusätzlichen Maschinenfunktion ergibt sich eine neue Gefahrstelle und es muss nun ein Einrichtbetrieb vorgesehen werden, der mit einer Zustimmeinrichtung ausgeführt ist. Da muss ich bei geöffneter, verriegelter Schutzeinrichtung bei laufender Maschine Nachjustierung vornehmen können. Mal sehen, wie es hier aussieht. Neues Risiko. Schutzeinrichtungen sind nicht weiterhin ausreichend, denn ich brauche hier einen neuen Betrieb. Und hier bin ich dann bei der wesentlichen Veränderung, denn der Tippbetrieb ist ja nicht in unsere Auswahlauflistung vorgesehen als Schutzeinrichtung. Die ist ja auch immer mit etwas Restrisiken versehen. Also da, wenn Sie sowas brauchen, Sie haben eine Maschine geändert, Sie brauchen eine neue Betriebsart, die als Zweierschaltung oder Tippbetrieb ausgeführt ist, dann sind Sie bei der wesentlichen Veränderung. Beispiel 4. Durch den Einbau einer Nachbearbeitungsstation ergeben sich zusätzliche Gefahrstellen, die durch eine zusätzliche BBS, also einen Lichtschranke, gesichert werden. Da in diesem Gefahrbereich tückisch eingegriffen werden muss und schwere Verletzungen beim Versagen der Schutzeinrichtung möglich sind, ist eine zweikanalige Steuerungsstruktur erforderlich. Das klingt. Und hier nochmal das Diagramm. Wir kommen mit den Parametern hier auf den Performance Level B oder E. Wenn man das mal anguckt, Risiko wurde erhöht. Folgende Schutzeinrichtungen sind nicht weiterhin ausreichend und angemessen. Ich brauche eine zusätzliche BBS. Und die erforderliche Einbindung der Schutzeinrichtung in die folgende Steuerung ist eben nicht so einfach. Und dann kommt die Frage 6. Die Steuerung ist also auch nicht unabhängig davon, von der vorhandenen Steuerung. Und die zusätzliche bewegt nicht nur das Stillsetzen, dann sind Sie bei der wesentlichen Veränderung. Weil Sie eben eine zusätzliche Schutzeinrichtung brauchen, die eben einen hohen Aufwand in der Steuerung erfordert, nämlich Performance Level D oder E, und dann sind Sie in der wesentlichen Veränderung. Also nochmal diese Schrittfolge. Sie haben die Maschine geändert, Sie brauchen eine zusätzliche Schutzeinrichtung, die ist nicht einfach eingebunden, sondern braucht einen erhöhten steuerungstechnischen Aufwand, nämlich Performance Level D oder E, und dann sind Sie tatsächlich in der wesentlichen Veränderung. Hier nochmal das letzte Beispiel, um den Zeitbedarf für das regelmäßige Einrichten deutlich zu verringern, wird in die Steuerung eingegriffen, wird eine zusätzliche Betriebsart Einrichten installiert, bei der mit reduzierter Geschwindigkeit unter Benutzung eines Tipptasters mit geöffneter Schutzeinrichtung die Gefahrbringbewegung ausgeführt werden können. Und das ist eben nicht wesentlich. Sie haben ja gar kein neues Risiko mit den Maßnahmen geschaffen, sondern Sie haben es ja kleiner gemacht. Sie haben nämlich das Manipulationsrisiko verringert, indem Sie sagen, wir wollen die Maschine so umrüsten, dass man eben besser und schneller einrichten kann, eben mit einem Tippbetrieb. Und das führt dazu, dass wir unterm Strich ein geringeres Risiko haben, denn die Manipulationsanreize sind deutlich verringert. Das war jetzt mal im Schnelldurchgang das Thema wesentliche Veränderung. Und Sie haben sicherlich noch Fragen und auf die bin ich jetzt mal richtig gespannt. Hervorragend. Vielen herzlichen Dank, Herr Palowski. Das war wirklich sehr komprimiert.